fährst hier einfach hin, so wie die Jungs da. Stellst dich einfach hier rein, suchst dir dein Menü aus, was du haben willst. Drückst den Knopf, von dem du musst bezahlen, also ne, bestellen, dann wir bezahlen und dann kommt eine Dame vorbei und bringt dir das Essen direkt ans Auto. Haben wir in Florida ausprobiert und das lief echt gut. Ich merke nur gerade, dass selbst der Spot hier, also ich stehe echt scheiße. Ist eng. Für amerikanische Verhältnisse ist es echt eng. Aber genau wie in Tampa, Florida, funktioniert das nicht so wirklich. Ich habe gerade bestellt, ich habe einen Knopf gedrückt, der nette Herr hat mit mir geredet, nuschelt irgendwas sich in den Bart und das war's. Cooler wäre es, wenn man direkt per Touchscreen auswählen könnte. Aber das geht nicht. Weil, wenn man das machen könnte, dann wäre das noch echt cool. Und der ist echt gut. Der. Den letzten Mal gehabt, der war auch ganz cool. Die Shakes sind auch geil. Hello, welcome to Sonic. My name is Ashley. How are you today? Hello. Hello, what can I get for you? I don't know. Is it from me? Yeah, the Super Sonic Bacon Cheeseburger? No, Bacon Double Cheeseburger. sorry? Ja, es klappt super. Es ist noch schlimmer als in, Hello? Yes, hello. Hi, sorry, did you want to order? Yes, I just ordered by another guy, but then it breaks up. I just want to have the bacon. What did you want to order tonight? The bacon double cheeseburger, just the burger, no menu, nothing else. And I had a bacon double cheeseburger plain. Plain? What is plain? Plain, basically no sauces, no veggies, just the plain meat, cheese and bacon. No, like it's on the photo, like no tomatoes, everything else. Okay, I have so, the cheese, supersonic meat. Bacon cheeseburger with no tomato? Yeah, the whole is burger. Is that correct, Olivia? Please? Alright, your total for this will come out to 8.46, have a supersonic name. Okay, ja, das wird wieder super. Das läuft die ganze Zeit so. So, just the jetzt ist die Klammer wieder weg. Da kam eine Dame an und wollte mir einen Burger geben, den ich gar nicht bestellt habe. Und jetzt schon wieder, ich muss nicht zahlen, nix. Ich check's nicht. Eigentlich ist es ein cooles Prinzip. Die sind, sorry, nicht fähig. Bin ich gespannt, was ich bekomme, weil sie wollte mir keine Soßen, nix dabei packen. Geil ist das denn? Ich fahre gerade in eine Seitenstraße rein. Und er hat hier einfach mal alles komplett beleuchtet. Einfach so. Aber Navi sagt, ich muss wenden. Dann wende ich mal. Die Gegend, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So im Hellen ist es bestimmt ganz cool, aber im Dunkeln ist es so... 12 Sekunden später. Wieder zurück im Hotel. Ganz kurze Roomtour. Das ist hier die Küche, die Küchenzeile. Da unten ist die Maschine, da oben ist Mikrowelle mit Herd und Backofen. Hier ist ein kleiner, keine Ahnung, Tisch zum Sitzen. Ist ganz cool. Da unten ist Eisschrank, Kühlschrank. Da ist der Chillbereich, Couch. Da ist der Fernseher. Der Fernseher ist ganz geil gemacht, weil du kannst ihn drehen. So kannst du von der Couch gucken. So kannst du von da gucken. Und wenn du schlafen willst, drehst du dich um. Ist hier ein Doppelbett, kleiner Schrank. Da, ja. Bad ist auch ganz cool. Ja. Dusche, Toilette. Easy! Und das Geile ist, man zahlt hier 150 Euro für die Nacht jetzt drin. Finde ich okay. Ausblick, haben wir vielleicht schon bei Instagram mal gesehen. Ist da, warte. Da ist ein Stadion. Hier sind so Berge drumherum. Klimaanlage sowieso. Ja, ist jedenfalls geil. Das ist der 7. Stock oder so. Und oben, 8. Stock, ist die Dachterrasse. Da war ich vorhin noch den Ausblick genossen, den Sonnenuntergang, wo dann plötzlich ein Haus direkt vor ist vom Sonnenuntergang. Also das ist ein bisschen dämlich. Ansonsten ist das jetzt hier Phoenix Tempe. Die Universität von Phoenix ist da. Nicht mal 500 Meter. Komplett hier hinter. Und morgen geht's dann nach Flagstaff, Sedona. So ein bisschen raus aus Phoenix mal. Und am Wochenende in Vegas. Treffe mich da mit René Meinert, wenn alles klappt. Das ist, vielleicht kennt ihn jemand. Der ist bei YouTube auch recht aktiv. Der war aber Pro7 und so schon zu sehen. Der ist ausgewandert vor Jahren und lebt jetzt in Vegas und macht so Touren durch Siegfried und Roy sein Haus, deren Haus, Ex-Haus, wie auch immer, oder Area 51 und ach ja, keine Ahnung. Ja, dann bin ich die letzten Tage wieder hier in Phoenix. Und jetzt esse ich diesen Burger. Das Ding ist jetzt 15 Minuten unterwegs gewesen. Er ist so warm. Wehe, der schmeckt nicht, ey. Durch dieses dreckige Stück Fleisch und der ist leider kalt. Ich werde den Mikrowelle nochmal reinschmeißen, aber wie Dinger auf Bildern aussehen und wie die dann wirklich sind. Aber riecht geil. Dann morgen. Also der genießt wirklich sein Leben. Das ist geil. Der Typ ist vielleicht genauso alt wie das Auto. Ausprobieren. Sag ich ja. Der Typ ist so alt wie sein Auto. Crazy, oder? Colorado, Chevy, fahr rüber oder? Weil, hast du immer gedacht, darfst du rechts vorbei, darfst du rechts überholen. Sitzt da drin und spielt mit dem Handy. Das hat man übrigens sehr oft hier, dass die ein Handy spielen. Und
überall stehen so Schilder von wegen, leg dein Handy weg, du sollen alle heile nach Hause kommen und so. Selbst auf den LED-Tafeln. Ich bin so geflasht von dieser Gegend hier. Es sind noch 60 Meilen und noch eine Stunde und 8 Minuten. Ich bin schon fast eine Stunde unterwegs jetzt. Jetzt nirgendwo. Ich finde es beeindruckend. Und gerade schon, ich weiß nicht, ob es hier oder Instagram gesagt habe, ich switche mal zwischen den Kameras. Ich finde es beeindruckend, wie früher die Leute, die an der Ostküste angekommen sind, aus Europa etc., die an der Ostküste angekommen sind, dann gegen Westen gewandert sind, um dort ihr Glück zu finden oder wie auch immer. Und du wanderst oder du hast ja dann dein Pferd und Kutsche und sowas dabei, wahrscheinlich mit Kind und so, und bist dann hier über einem Berg nach dem anderen und kommt noch ein Berg, einen schaffen wir noch und noch einen, dahinter ist bestimmt und du weißt ja gar nicht, wo Ende ist. Es ist ja unendlich, es ist so krass. Und dann das Thema Minen, also ich habe mir jetzt zwei Minen angeschaut, ich bin nur vorbeigefahren, ich habe kurz angehalten, aber bin jetzt nicht irgendwie rein, habe auch nichts gefilmt, mache ich bestimmt nochmal. Da kommt auch diese Goldgräberstimmung her, dieses Nicht-Aufgeben, weitermachen. Und das ist so dieser amerikanische Leitspruch, wie auch immer, never give up und komm, noch ein Stückchen, du wirst es schaffen. Das ist das Beispiel, wie kommt man zur Westküste, komm weiter, noch ein Stückchen. Und genauso ist es aber auch mit dem Graben, also nach Gold oder Kupfer oder was die alles hier früher aus dem Boden rausgeholt haben, weitermachen. Komm noch, du findest die Ader schon. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Beispiel, du bist jetzt über den Berg drüber und denkst dir, boah, fuck, du hast es geschafft, so ungefähr. Dann kommt wieder ein Stück flaches Land und da hinten geht es schon wieder los. Da kann man schon wieder eine ganze Bergkette. Das geht hier überall so. Das sind wirklich Bäume. Gut, wir sind hier auf 4000 Fuß. Hier stand gerade irgendwas von Elevation 4000. Ey, ohne Scheiß, innerhalb von einer Stunde von Desert, Wüste, Tod zu Büschen, Sträuchern, Bäume, da Baum, Adler, Geier, was immer. Und da hinten, da will ich hin. Sedona. Sedona ist bekannt für das. Ich habe es auf Bildern gesehen. Hatte am Morgen noch ein Meeting mit Jimmy. Mit Johnny. Und mit dem habe ich Samstag eben das Video-Shooting geplant. Und er sagt ihm auch so, fahr da hin, guckst dir an. Und dann gehst du da und da und hat mir eine Reste gegeben. Da kannst du dich richtig schön hinstellen und kannst die Füße baumeln lassen, wie er so schön sagte, im Wasser. Bin gespannt. Man glaubt das gar nicht, ne? Aber, also, ich sag mal, im Nirgendwo, aber es gibt kein Nirgendwo, weil du hast immer in USA irgendwas drumherum. Sobald irgendwie irgendwas attraktionsmäßig ist, so wie jetzt hier diese beeindruckenden Berge, alles drum und dran, hast du hier komplett drumherum Tankstellen, Supermärkte, Boutiquen, Castle Rock Plaza, Chevron Tankstelle, Subway. Also pennen kann ich auch nachts auf jeden Fall hier, das finde ich sehr gut. Das ist so, ich fahre rum, ohne was gebucht zu haben. Denn wenn ich vorher was buche, bin ich immer so ein bisschen darauf angewiesen oder ich muss dann und dann da und da sein. Und das ist bei so einer Rundreise, ich mache das immer so, dass ich die ersten Tage irgendwo fest was habe, zumindest die ersten zwei Tage, damit ich so einen Ankerpunkt habe, so einen Rückzugspunkt. Und ab da schaue ich einfach, wo ich wie was machen kann. Chiropraktiker. Muss ich mal einrenken lassen? Oh, das finde ich gut. Fitness-Community, Tattoos, Pizza. Ich muss mal ganz kurz hier anhalten. Muss ich da jetzt irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Also wie gesagt, der Plan war einfach hier hinzufahren, zu gucken. Geil, eben auch schon Handtücher hinten auch. Das heißt, die waren auch schon da irgendwo in so einem Fluss. Da ist ein Jeep Gladiator in Blau. Ach cool. Da oben sind so Exclusive Suites. Das ist Wahnsinn. Also wie die ich kann mich immer wiederholen, aber diese ganze Vielfalt, ne? Es ist so verrückt. Du fährst um die nächste Kurve drumherum, durch den nächsten Berg oder sonst irgendwas durch. Du hast schon wieder eine neue Landschaft. Irgendwann später. Je weiter man reinkommt, ne? Da. Hier. Ich check langsam, worum es hier geht. Spiritualität? Heißt es so? Ja, Spiritualität? Das ist ein komisches Wort. Ja, es geht hier. Du kannst hier heilende Steine kaufen und sowas alles. Es ist hier auch wieder das Beispiel. Hier sind sehr viel ältere Leute. Also ich gehöre zu den Jüngeren dann. Klar, du hast viele, die auch einfach nur hinkommen, um ein bisschen wandern zu gehen, Fahrrad zu fahren, Mountainbike zu fahren, Skateboard zu fahren. Aber. Alte Kutsche hier, ne? Und dann da oben so das alte Gebäude und ist geil, doch. Auch die Jungs hier, du kannst hier so Touren buchen mit so einem Jeep und dann fahren die dich hier rum und erzählen die ganze Zeit so was zu den einzelnen Gegenden hier oder zu den einzelnen Bergen. Ich fahr weiter rein.
Ein paar Meter weiter, können wir ihn kurz anhalten. Muss ihn mal ganz kurz hier verewigen. So wie 10.000 andere eben auch. Da geht's runter. Man hört sogar unten Wasser, aber das ist so tief, dass ich gar nicht runterlaufen möchte. Ich könnte runterlaufen, wenn ich wollte. Denn hier, da, da sind so Treppenstufen. Ich lauf mal runter. Denn das Thema ist Healing and Process. Also, ne, ist man auf dem Heilungsweg. Ey, es ist so steil, dass sie nicht mal gerade oder waagerecht sind, sondern dass sie leicht nach vorne fällt. Boah, wenn du hier wegrutschst, du hast echt ein Problem. Okay, bis dahin. Und jetzt soll ich hier auf den Steinen rumhampeln. Ich mag das ja, wenn ich so Dinge, also auch Grand Canyon damals, ne? Da kannst du da runter, ja, da kannst du runterklettern. Das ist nur das Stückchen, ne? Und wenn ich da runterfallen sollte, sind das die letzten Aufnahmen, die man irgendwo findet.